Obwohl, diese Schlachtfelder mag ich auch nicht so. Weil hier sieht man, man muss immer irgendwie rundrum rennen. Das hast du so in allen Höllengebieten eigentlich. Hier haben wir noch das Dämonentor. Das muss man in manchen Dimensionswandler, muss man in manchen Quests auch suchen. Dann ist er meist nicht da, wenn man ihn mal sucht. Und der hinterlässt ein Tor, durch das man dann meistens gehen muss. Ja, schön, aber wir müssen da gerade nicht durch. Hier haben wir den Schwarmstock, den muss man in manchen Quests auch töten. Es ist schön, ich finde gerade alle Quests, nur meine hatte ich nicht direkt gefunden, aber sie liegen gut auf dem Weg. Na, ich hoffe mal, da sind jetzt nicht viele drin. Ich glaube, das sind ja nur diese kleinen, ne, die roten. Die, ja, das Gegenteil der Schlümpfe. Genau, das geht aber. Da ist irgendwo noch ein Boss drin und dann passt das schon. Ich hatte das mal auf Qual 2 gemacht, denn am Anfang war ich so hinterher, ja, du musst ja irgendwelche Qual-Dinger machen, weil da bekommst du viel Erfahrung. Aber du brauchst dann für die Gegner so lange, dass sich das eigentlich so gar nicht rentiert. Und du stirbst übermäßig oft. Das heißt, du vergeudest dein Geld eigentlich immer nur für Reparaturen. Und hier rennst du durch. Siehst du, jetzt sind wir schon bei 820. Das heißt, wir haben wieder so 30.000, 40.000 gemacht. Allein durch das Drüberrennen. Und dann schauen wir mal. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber wir schauen ja trotzdem mal. Vernichtet die verlorene Legion. Ja, das machen wir. Ich muss eh noch einen Gegner suchen. Ich weiß eh, wo er ist. Der steht hier hinten. Genau. Siehst du? Genau, hier sind die drei Bosse. Und hier hat man mal das Problem, das weiß ich noch, war Qual 2. Dieser Typ. Er ist unbesiegbar auf Qual 2. Zumindest zu meinem damaligen Status. Und hat halt immer irgendwelche Viecher beschworen. Und wie man sieht, Paragon Stufe 61. Ah, da kommen noch ein paar Gegner. Die aber so gar nichts können. Zeigt sich wieder der Vorteil, dass ich die einfach wegsprenge. Und dann können wir mal gerade reingucken. Paragon 61 geht wieder auf meine Bewegungsgeschwindigkeit, finde ich super. Ich hatte ja schon mal durch mit Schuhe, die ich dabei hatte, 16%. Das merkt man dann schon, wenn man ziemlich schnell unterwegs ist. Aber jetzt habe ich das nicht mehr. Und wie wir sehen, alle Akte sind fertig, bis auf eine einzige Quest. Das heißt, ich teleportiere mich da mal dahinter. Und schau mal, wie weit die sind. Vielleicht brauchen die ja meine Hilfe. Weil ich so gut bin und die anderen so schlecht. Und die haben nur über 100 Paragon-Level. Über 200, verdammt. Aber trotzdem helfe ich denen mal. Die töten hier einfach mal die Bosse. Ganz easy. Dann mache ich mit. Brauche ich irgendwas davon? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Ich bin schon wieder eingefroren. Das Thema hatten wir schon mal, dass ich vereist bin, ne? Ich bin vereist. Jetzt sind sie schon wieder weiter teleportiert. Ich teleportiere mich auch hinterher, wenn das nicht gerade der ist. Ja, das ist sehr gut. Unmöglich. So, rein da, los. Der letzte Gegner, Maltael. Wir haben ihn neulich schon mal getötet. Und jetzt wird's halt nochmal gemacht. Was ziemlich schnell geht. Okay, gescriptet. Kann man ihm keinen Schaden machen. Sehr langweilig. Aber meine Bärchen werden das regeln. Schon wieder Zwischensequenz. Das Schöne ist, die Zwischensequenzen werden direkt übersprungen. Man muss sich das nicht mehr geben. Deine Zeit ist um. Diesmal haben wir keine Vorlage bekommen. Ich krieg sonst immer mal so eine Vorlage für den Schmied oder für den Juwelier. Denn die braucht man ja auch. Aber hat man hier jetzt nicht bekommen. Wir haben jetzt... Ist das hell? Alle 5 Würfelchen bekommen. Und jetzt möchte ich euch eben noch schnell das Nephalem-Portal zeigen, das dazugekommen ist. Aber erstmal wieder gerade Inventarien, das ist immer wichtig. Denn man wird mit gelben Items zumindest überschüttet und ich nehme sie immer noch gerne mit. Weil ich immer noch der Hoffnung bin, dass ich irgendwann mal wieder was Gutes kriege. Obwohl ich jetzt schon so viele Legendaries habe, dass ich eigentlich nichts mehr brauche. Noch schnell in die Truhe packen und... Nachher werden wir schön die Geschenke öffnen. Ja, heute ist echt Weihnachten. Und da seht ihr mal, ich habe ein bisschen gesammelt. Und aus jedem Ding kommen ja immer so 5 bis 10 Items. So, hier haben wir das Nephalem-Portal. Dafür brauche ich bestimmte Siegelmarken. Die habe ich jetzt leider nicht mehr dabei. Die habe ich alle in meiner Truhe. Aber schon knapp 400. Von daher, du brauchst, glaube ich, immer 8 oder so, um das zu öffnen. Ich glaube schon. Oder 5? 5, glaube ich. Ich glaube, für alle Akte. Und dann kannst du da rein und hier ist es immer so, ja, man muss eine gewisse Anzahl an Gegner töten, wird hier gezeigt, 0 bis 100%. Und wenn es voll ist, kommt eben
der Nephalem-Boss und der droppt auch immer noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendwie bessere Drop-Chancen bestehen. Aber wir machen jetzt hier einfach mal alles kalt. Siehst du, haben wir schon 1%. Es bietet sich halt an, wenn hier wirklich eine Gruppe dabei ist, aber es ist einfach so gang und gäbe, dass man den Abenteuer-Mode einfach farmt. Man holt sich die horadrischen Würfelchen und freut sich seines Lebens und geht dann wieder weg. Aber das gehört eben hier dazu zum Adventure-Mode und deswegen wäre es ja schade, wenn ich die nicht zeige. Die Geister leiten mich. Ja, ich mag die kleinen Gegner, die lassen sich immer so schön sprengen. Ja, ich habe Angst. Komm, Sprengung. Jawohl. Oh, oh, wir haben ein Legendary bekommen. Juhu, juhu, juhu. Ein Ring, schön. Da haben wir noch was mehr, worauf wir uns später freuen können. Diesmal gucke ich nicht direkt an. Mittlerweile bin ich so cool, dass ich das lasse. Hey, guck mal, der andere macht sogar mit. Das finde ich gut. Hat sich doch noch einer gefunden. Der ist zwar nur ein bisschen besser als ich, aber zu zweit geht's trotzdem schneller. Man sollte sich dann aber hier auch wieder aufteilen. Das hat ja keinen Sinn, wenn man zusammenläuft. Macht der was anderes? Ah, der steht mehr rum. Jetzt ist er unterwegs. Wenn ich Pech habe, kommt er jetzt zu mir. Dann habe ich davon nichts. Ja, schön, dass du zu mir kommst. Also da die normalen Gegner auch hier kein Problem sind, lohnt es sich eigentlich nicht zusammenzugehen. Aber ich sag ihm nichts. Ich renne einfach in eine andere Richtung. Ich tue es, als hätte ich ihn nicht gesehen. So. Der weg und der weg. Ich mag keine Spinnen, habe ich das schon mal gesagt. Wenn die Spinnen so groß wären, ich glaube, dann hätte ich keine Lebensberechtigung. Ich würde nur noch mit einem Flammenwerfer durch die Gegend laufen. Beim ersten Mal war das auch noch total spannend. Ich glaube, das habe ich dann sogar noch auf Qual 1 gespielt. Ich finde auch so diese Rifts, wird das ja genannt, die Nephalem-Portale, die sollte man auch auf Qual spielen, weil sonst hat das eigentlich wenig Anreiz. Aber es ist jetzt ja nur zu Testzwecken, um euch danach noch unsere ganze Beute zu zeigen. So, hier ist nichts. Ich würde mal sagen, wir gehen oben lang. Da habe ich, glaube ich, mehr Chancen. Ah, ich bin wirklich gespannt, wie viele Legendaries wir letztendlich rausbekommen. Und ob da irgendwas Gutes dabei ist, ist ja noch so die Sache. Ich glaube ja noch nicht dran. Wir sind bei 37%. Ja, es geht schnell. Es gibt, glaube ich, auch Achievements, dass man das Ganze hier, also dieses, das Ganze in 100% plus Nephalem-Boss töten, in unter 2 Minuten schafft. Ich bin mir noch nicht sicher, wie man das machen soll. Dafür brauchst du eine wirklich starke Gruppe, die sich direkt trennt und rumrennt und das, ich glaube, es gibt meistens 5 Ebenen. In dem man das sammeln kann, weil manche sind ja nicht so groß. Also halte ich für einen Ansporn, ja. Also da brauchst du bestimmt schon Paragon-Level so 300 mindestens. Doch, könnte ganz sinnvoll sein. Das ist immer noch ein bisschen von entfernt. Und da ich das im Moment auch nur so gelegentlich zocke, dafür ab und zu im Livestream. Wer halt Lust hat, kann gerne mal zuschauen. Und nee, hier oben ist wirklich nichts mehr, ne? Oh, jetzt muss ich da runterlaufen. Boah. Aber wo ist denn... Moment... Irgendwo muss es ja noch eine zweite Ebene geben. Vielleicht in der Mitte. Vielleicht haben wir es nur im Shift. Hier kommt euer Was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. ich habe es wirklich vergessen. Es fällt mir, glaube ich, auch nicht mehr ein. Egal. Kann nicht wichtig gewesen sein. War das mit dem Achievement? War ich damit schon fertig? So, er hat es gefunden. Mal sehen, ob er reingeht. Ich teleportiere mich einfach zu ihm. Das ist voll klug, oder? Ich habe gesehen, dass er da unten ist. Das heißt, ich teleportiere mich einfach dahin. Obwohl ich auf derselben Map bin. Aber das ist eine gute Möglichkeit, einfach weiterzukommen. So, rein da und... Wenn er jetzt rumsteht... Ich weiß nicht, macht der Päuschen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Zeit für Päuschen. Da das ist zum Beispiel, glaube ich, dieselbe Map... in der man diesen Gegner Hammerschlag töten kann. Da weiß ich genau, Akt 4, reingehen. Hier hinten steht irgendwo der Boss. Das ist so immer das Ziel. Da hat man wenigstens eine mal ganz schnell abgearbeitet und dafür 4 Millionen Erfahrungspunkte, da kann man dann nicht meckern. Na, komm. Jetzt haben wir schon ein Legendary. Wenn es eins gibt, gibt es manchmal auch 2. Das ist das Schöne. Aber ich glaube, so ein Glück haben wir nicht. Ich nehme einfach noch die Gegner mit. Wir sind mittlerweile bei 70%. Das ist schon ganz gut.
Und ich habe auch einen ganz guten Gürtel, einen legendären, der besagt, wenn ich etwas öffne, habe ich danach, glaube ich, 10 Sekunden einen doppelten Angriff. Das kann man, woran kann man das denn sehen? Ich brauche gleich mal eine Kiste. Denn ich habe ja sonst immer so um die 360.000 und das kann man gleich mal sehen. Jetzt gibt es hier nirgendwo eine Kiste, das ist ziemlich schade. Da geht es schon in die Illusion Nummer 3. Also ihr seht, manche sind nicht so groß. Na, vielleicht finde ich dort eine Kiste. Das ist auch ganz gut. Also es ist einfach quergemischt hier. Alle Gebiete kommen hier mal dran. Jetzt gib mir eine Kiste. Verdammt, ich möchte das zeigen. Es ist wichtig. Die Leute interessieren sich dafür. Oh, viele Gegner. Das ist gut. Viele Gegner heißt, wir kommen endlich einen Schritt weiter. 81. Die meisten Items kann man natürlich nicht mehr gebrauchen, die es hier gibt. Pylon der Eile, das ist geil. Jetzt kommen wir richtig schnell voran. Hier an der Kiste, pass auf, wenn ich das öffne, habe ich auf einmal 720.000 Angriff. Also das ist schon sichtbar. So, los hier, kommen wir. Wir rasen jetzt ein bisschen durch, schnetzeln ein wenig und dann sind wir bei 86%. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auch hat, weil er war ja gar nicht im Gebiet. Aber wer so langsam ist wie der, der hat es einfach nicht verdient. Legendary, her damit. Nein, es ist schon vorbei, oder? Ja, schade. Das war cool. Wie wenig Gegner hier sind. Mann, oh Mann, oh Mann. Da war gar nichts drin in der Kiste. Hm, super Kiste. Hier unten lang, okay. Ja, manchmal musst du anscheinend richtig... Oh, guck mal da. Da haben wir noch ein paar Gegner, Lies. Und da ist noch ein Schrein. Pylon des Schildes. Jetzt sind wir unverwundbar. Genau, hier gibt es manchmal so besondere Schreine, da kannst du dann... Ich glaube, 6 oder 8 verschiedene gibt's. Da kannst du dann alles machen. Es gibt unverwundbar, es gibt eben das mit der Eile. Was gab's denn noch? Dass man wirklich viel, viel Schaden macht. Ich glaube, dass du 4-mal so viel Schaden immer machst. Das kann einiges. Und ist das der richtige Weg? Ja, wir sind richtig. Dann sind wir gleich schon Ebene 4. So tief war ich eigentlich noch nie, aber wenn die Gebiete halt so klein sind, dann muss man schon mal durchflitzen. Und ich bin gespannt, wer der Bossgegner ist. Auch dafür gibt es, glaube ich, ein Achievement, dass du so und so, also solche und solche Gegner mal getötet haben musst als Nephalem-Boss. Ich meine, das ist, sie wollen einen nur am Spielen halten. Und das Schlimme ist, das funktioniert ja auch noch. Ja, und hier haue ich einfach immer die Bären rein. Es geht einfach nicht darum, dass es schön aussieht. Es geht darum, dass man hier möglichst schnell die Framerate verliert, wenn ich das hier so... Da ist er. Jetzt haben wir den Portalwächter erweckt. In dem Fall Raureif. Der aber auch im normalen Modus nicht viel kann. Wie gesagt, man sollte das dann, glaube ich, auf Qual spielen. Um da vielleicht auch ein bisschen mehr rauszubekommen. Aber wie gesagt, geht nur ums Zeigen. Und da ich es spendiert habe, hat der andere einfach mal mitgemacht. Jetzt stirb schon, komm. Ich finde, was macht der hier eigentlich? Was regnet das? Und er ist tot. Und ist... Oh, vergessene Seele. Ich glaube, das ist ein... Na genau, ein legendäres Handwerksmaterial. So. Und damit... Hier ist noch ein Pylon. Nehme ich noch mit. Denn das habe ich noch nicht freigeschaltet gehabt. Und gegen wird vom Blitzen getroffen. Einfach so. Cool. So, dann haben wir eigentlich alles hier erledigt. Ich muss nur noch mal ganz kurz in die Stadt mein Inventar aufräumen. Und dann, ja, dann beginnt Weihnachten. Da werden wir dann alles plündern. Oh, Moment, ich habe ja noch meinen legendären Gegenstand. Was war es? Ein Ring. Ich bin gespannt, ob der was kann. Ich glaube nicht. Ich habe ziemlich gute Ringe. Intelligenz ist hoch, Angriffsgeschwindigkeit hat er auch. Das mit dem Leben pro Treffer ist... Es ist ziemlich identisch, dieser Ring. Reduziert... Das mit den Abklingzeiten brauche ich halt nicht. Und das mit dem Feuerschaden ist jetzt auch nicht so toll. Ah, gut. Ist sowas für die Kiste oder nachher zum Wiederverwerten? Ich lasse ihn erstmal, denn... Ja, man weiß nicht. Also man kann später nochmal gucken, ist der Ring an sich richtig gut? Ich gucke mir das dann immer so in aller Ruhe an, ob ich das dann noch verzaubere. Weil durch die Kombination mit dem Verzaubern kriegt man halt schon durchaus auch mal einen besseren Ring zusammen. Den lassen wir da. Die Gürtel übersehe ich immer, das ist ganz schlimm. So, dann noch alles schnell in die Kiste schmeißen.
Und dann wenden wir noch einen Trick an. Also ihr seht, ich sammle hier gerade meine legendären Gegenstände. Mit 432 Blutsplittern auch schon. Wir verlassen kurz das Spiel und wechseln jetzt einfach mal den Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also es ist so eine Legende, dass man ja, man hat ja bessere Dropchancen. Das ist ja auf jeden Fall so in Qual. Ich weiß halt nur nicht oder keiner weiß, ob sich das jetzt auf unsere Horadrim-Würfel bezieht. Wir gehen in ein privates Spiel. Das hat einfach den Grund, wenn die jetzt sehen, ach guck mal, da kommt einer mit Paragon Level 60, dann voten die mich raus und alle Items, die von mir auf dem Boden liegen, die sind dann natürlich weg. Das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ich wurde schon mal rausgevotet. Einfach so im Spiel und dann ja, war mir das zu gefährlich. So, und jetzt beginnt Weihnachten. Ich packe meine Tränke noch weg, damit ich auch alles einigermaßen unterkriege. Ich weiß gar nicht, passt das? Oder ist das Inventar gleich übervoll? Wir sind übervoll. Okay, dann lassen wir halt zwei übrig. Würde ich mal so behaupten. Das ist so meine Reserve. Ich mache das ja noch ein paar Mal. Und ich bin gleich gespannt, wie viel hier rumliegt. Also ich weiß es ja schon. Und es ist direkt ein Legendary 2. Noch drei. Oh, waren da gerade viele Legendaries? Und so sieht das dann halt nachher aus. Viele, viele bunte Smarties. Und die brechen total die Frames ein, weil hier so viel rumliegt. Jetzt muss ich das natürlich erstmal aufnehmen. Aber hier, guck mal, wie dick das hier leuchtet. Da liegen ziemlich viele Legendaries, kann das sein? Ja, das jetzt alles aufnehmen, das ist immer noch so ein kleiner Akt. So, es müsste die Funktion geben. Nimm alles, was du tragen kannst. Einfach jetzt aufnehmen. Wir können uns dabei mal das Inventar angucken, wie voll das jetzt wird. Wir haben Handschuhe, das finde ich schon mal sehr gut. Denn Handschuhe fehlen mir noch. Ja, man bekommt auch übelst viele Tränke. Wenn man mal guckt, 38 Tränke habe ich jetzt bekommen. Da ist ein Schild. Da ist eine Kopfmaske, da ist ein Amulett. Meine Fresse, das war richtig gut. Oh, da ist eine Waffe. Und ich glaube, die kann auch was. So, jetzt sind wir voll. Ich werde jetzt erstmal alles verwerten, was ich nicht brauche. Was meistens die gelben sind. Also, wenn jetzt ein gelber dabei wäre, der mir wirklich was bringen würde, würde mich das sehr wundern. Boah, mein Gott. So viele Legendaries. Alter Schwede. Dann war das ja jetzt echt ein Prachtversuch. Es gibt auch Versuche. Also ich hatte bisher immer welche dabei, aber ich habe es auch bei anderen Leuten gesehen, die dann keinen einzigen Legendary dabei hatten, was total schade ist. Aber wir sind ja noch nicht mal fertig. Guck mal, wir haben jetzt schon fünf. Fünf. Dann machen wir mal weiter. Da ist noch ein Schild und noch ein Ring auf jeden Fall. Na komm, einige dich mal. Und den Ring möchte ich direkt haben. Los, gib ihn mir. Also, wir haben sieben. Acht Legendaries. Das hat sich gelohnt. Ja. Sollte ich das überspringen? Nein, ich glaube, ich nehme euch einfach mit auf dieser spannenden Reise, wie wir hier alles aufheben. Das gehört einfach auch dazu, oder? Inventar ist schon wieder voll. Vielleicht kriege ich aber alles unter. Hier hat man zum Beispiel diese Fragmente der Portalschlüssels. Oder eines Portalschlüsselsteins. Das ist eben das, was ich brauche, um dieses Nephalem-Portal zu öffnen. Habe ich ja vorhin vergessen zu zeigen, aber genau das ist das. Und wir kriegen sogar alles unter. Schön. Dann noch einmal verwerten und dann gucken wir nochmal an, was wir für Legendaries haben. Ich habe auch wieder ein bisschen Kohle. Ich könnte was an den Edelsteinen drehen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Das ist schlecht und das ist schlecht und du bist schlecht. Siehst du, noch was bekommen? Der grüne Punkt. Weil wir so viel verwerten. Schön. Also, man bekommt wirklich vielschichtig hier doch einige Achievements freigeschaltet. So. Der Rest sind Legendaries. Ich packe mal gerade den Rest noch in die Truhe. Muss ich nicht, aber dann haben wir einen schöneren Überblick. Ich mag das einfach. Die letzten zwei, die können mir jetzt gestohlen bleiben. So gut wie das war. Guck mal, wir haben drei Schilde. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Aber wo laufe ich denn hin? Ich bin immer an die andere Karte gewöhnt, wo die Truhe da oben ist. Nein, das hier. Alles einzeln zu identifizieren. Wird jetzt zu lange dauern. Transmogrifikation freigeschaltet. Das bedeutet, dass man das Aussehen dieses Gegenstandes auch auf andere übertragen kann. Und ich bin gespannt. Schreineffekte halten 10 Minuten. Das ist an sich nicht schlecht. Jetzt muss ich zum Beispiel gucken, warum der so schlecht ist. Der hat... Na, die Trefferchance ist nicht so hoch.
An sich ist der gar nicht so schlecht. Das gucke ich mir später nochmal an. Die Schilde, ja, die brauche ich in der Regel sowieso nicht. Das ist sowieso eins für den Kreuzritter. Das ist ganz schön für ihn. Das ist schön. Guck mal. Das geht richtig schön auf Schaden. Hat ein bisschen weniger Heilung. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben eigentlich genug Heilung. Wenn ihr 5 Sekunden lang keinen Schaden erleidet, werden eure Ressourcen kosten. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, damit sind wir dann schon bei 394.000. Die sind jetzt nicht so doll. Das mit den Skill... Hier zum Beispiel diese Fertigkeit. Nach Erhalt eines Massakerbonus, was man eigentlich jedes Mal hat, werden 6 Skelettwächter beschworen, die 10 Sekunden lang an eurer Seite kämpfen. Brauche ich jetzt persönlich nicht, weil ich sowieso schon so viele Minions habe. Das ist das mit dem Riesenzombiehund. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Na, und das ist doch nicht so gut. Obwohl, das ist schon auf Schaden ausgelegt, aber es kann einfach nicht so viel. Und die habe ich einfach übersehen. Gut, also wir haben eine Menge Zeug gefarmt. Und das war doch wie Weihnachten. Ich fand es ganz cool. Hoffe, euch hat das auch gefallen, da mal mit dabei gewesen zu sein. Wie gesagt, war jetzt nicht das über-mega-Besondere, aber... Ja, einfach mal zu sehen, wie halt der Adventure-Mode funktioniert. Ich denke, irgendwann werde ich es nochmal so machen, wenn ich mit dem Charakter noch ein bisschen gespielt habe. Wie gesagt, ist ab und zu abends im Livestream. Einfach mal bei Twitch reinschauen oder followen, dann kriegt ihr immer eine E-Mail. Wer da zugucken will, dann farme ich da einfach mal ein bisschen auf Qual schon. Also nicht Qual 6, sondern Qual 1, 2. Und dann probieren wir das später alles nochmal in den höheren Qual-Ebenen, wenn ich hier mal so Paragon 200 habe. Und dann geht's richtig los. Also ich möchte den Schaden irgendwann so auf... 1 bis 2 Millionen, doch, das sollte drin sein. Das funktioniert auf jeden Fall mit den richtigen Edelsteinen auch. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ja, und dann heißt es dann wieder Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls mit eurem Chavo. Irgendwann mal, wie gesagt. Ich kann noch nicht sagen, wann, aber ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.